nächsten Sake, das ist der letzte Sake. Shichiken. Einer meiner Lieblingssake, weil es ist wie saurer Apfel. Das ist unglaublich. Ne? Also ihr kennt das, es gibt eigentlich keinen Likör, keine Sake, Sake doch, aber keinen Sirup, der wirklich richtig lecker schmeckt, außer es geht in Richtung saure Apfelringe. Ja, ist nicht unbedingt direkt mal von uns allen das Lieblingsaroma, ist vielleicht süffig und kann man machen, aber in diesem Fall ist es die etwas filigranere, etwas elegantere Version des grünen Apfels. Und Apfel, glaube ich, ist sowieso die deutsche Frucht Nummer 1. Jeder mag Apfel. Gibt es jemand von euch, der keine Äpfel mag? Also ist das auch ja, wahrscheinlich so eine der Everybody's Darling Sake. Hier, wie ich habe ja vorhin gesprochen, wir haben über die Welle gesprochen, die Sake-Welle. Und dementsprechend nehmen wir hier vom Sake 4CL. Dann, um nochmal so eine kleine Würze reinzubringen, wirklich nur um den Charakter reinzubringen und nicht vordergründig und auch die Alkoholstärke, nehmen wir eine Reposado Tequila, davon auch nur einen halben CL. Dazu wieder Verjus, nur 1 CL. Und Honig, auch 1 CL. Und dann handgepflückt von Maria am, wie heißt der Markt? Winterfeldplatz. Winterfeldplatz, weil hier in der Green Door wird natürlich sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, auf lokale und frische Zutaten. Von diesen lokalen frischen Zutaten, in diesem Fall ein Apfel, nehmen wir 2 CL. Nummer 29. Ja, das ist ganz wichtig. Nummer 3. Genau, Nummer 3. Ja. Im Katalog Nummer 29. Im Katalog Nummer 29. Falls es im Mikrofon ein bisschen zu laut war zu Hause, das ist der letzte Drink, der heute geschenkt wird. Wobei, Espresso Martini, glaube ich. Auf einem großen Eiswürfel, einfach aus dem Grund, dass es nicht so viel Wasser bekommt. Und Maria kam ja gerade zurück aus Griechenland von der Barmesse und hat dieses unglaublich wunderschöne Bergkräut, aber was ist das? Bergtee. Bergtee aus Griechenland. Da ist extra für euch Maria in die Berge von Griechenland hochgestiegen, damit ihr diese Aromatik in der Nase auch spüren könnt. Gampai.